Ich weiß, jedes Video fängt so an. Du weißt, wie es anfängt, ne? Ja. Okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn wo? Ja, hier. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Denn hier? Wir haben ja einen Mercedes. Was für ein Mercedes? Ein GTS. Vor Facelift, ja? Also der. 510 PS, 650 Newtonmeter. Nach Facelift 522 PS, 670 Newtonmeter. Wann wurde der gebaut? Von 2015 bis 2017 wurde der gebaut. Das stimmt. Und ab März 2017 kam das Facelift raus. Auf jeden Fall, ich wollte mich ganz recht herzlich bei euch allen bedanken. Und das meine ich wirklich, wirklich ernst. Zum einen, dass ihr euch diese Videos anschaut. Ich weiß, es ist nicht immer einfach mit mir. Seit über 10 Jahren ist es nicht einfach mit ihm. Ja, es tut mir wirklich leid. Selbst ich kann mich manchmal nicht ertragen, aber was soll ich machen? Ich stecke halt hier drin. Naja, und auf jeden Fall, ich wollte mich auf jeden Fall noch, ich habe jetzt ganz schön oft auf jeden Fall gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Auf jeden Fall wolltest du dich bedanken, dass wir solche Autos hier zum Umbau kriegen. Richtig, ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr uns das Vertrauen schenkt, dass ihr solche Prachtstücke zu uns bringt. Also wirklich, wirklich vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dieses Vertrauen habt. Und jetzt auf jeden Fall zurück zu diesem wunderschönen Auto, um das es eigentlich geht. AMG GTS, 510 PS. 650 Newtonmeter. Was machen wir da? Der Wagen bekommt einmal die Facelift Front mit dem Panamericana Grill. Dann bekommt er den GTS Heckflügel. Spurverbreiterung. Weißt du wie breit? Nein. Okay. Weißt du wie breit? Ja. Sag mal. 13er pro Rad und insgesamt 26 pro Achse. Macht das viel aus? Das macht viel aus, einfach nur aus dem Grund, damit der Reifen bündig mit dem Kotflügel steht. Okay. Die Spur wird dadurch breiter, das Handling wird besser. So, guck mal, was wir hier haben. Ein Lenkrad, Carbon-Lenkrad. Weißt du wofür? Ein Auto. Für welches? Für ein Mercedes. 100%ig. Und ein, was meinst du? Ein GTI. Ja, dieses Lenkrad ist für ein GTI. Für ein Golf GTI. Weißt du was, der kriegt doch noch diese Filter, ne? Ja, genau, diese Filter. Dieselfilter? Diese. So. Hast du das hier? Hast du hier so einen Filter mal hier? Nee, so einen Filter habe ich jetzt gerade nicht hier. Ah. Aber ich kann einen holen, wenn du möchtest. Ja, guck mal ein, damit die Leute überhaupt wissen, was wir meinen. Bei dem aktuell sind jetzt Papierfilter eingebaut. Ist nicht kalt? Ja, ein bisschen wird's mir jetzt. Okay. Guck mal, ich krieg Gänsehaut. Kein Wunder. Aktuell sind jetzt halt Papierfilter eingebaut und hier sind halt Stofffilter. Und die müssen halt eine gewisse Schmierung haben. Da kannst du auch durchgucken, wenn du mal so ganz genau guckst, siehst du so ein bisschen was da durch. Mhm. Ich sehe da gar nichts, aber egal. Sag mal, dieser Filter, wenn er da reinkommt, ja, merkt man da irgendwas? Ist das geil! Ja. Okay, und was? Das Fahrzeug bekommt besser Luft. Er wollte sagen, und? Kannst du ruhig sagen. Ja, ja, genau. Und? Da kann man bis zu einem Liter Spritersparnis haben. Gibt's ja auch für jedes Fahrzeug, ne? Also nicht nur für den, sondern kannst nicht du nur über für den, für, ich sag jetzt extra mal, fast jedes Fahrzeug. Okay. Ja, mir ist Folgendes aufgefallen. Ich zeig euch mal was. Das macht er jedes Mal, wenn er einen Spiegel sieht, ne? Immer so. Wenn ich einen Spiegel sehe. Ja, genau. Warum? Ist das ein Spiegel? Es könnte ein Spiegel sein. Warum könnte es ein Spiegel sein? Weil er super poliert ist. Dann kommt noch eine Aufbereitung.
Ach ja. Der kriegt noch eine komplette Lackaufbereitung. Ja. Sobald die neue Schürze dran ist, wird der Lack einmal komplett aufpoliert in 4 Stufen. Hast du das schon gesehen hier? Also zum einen Mercedes-Tuner. Die Zeitschrift müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Die ist total geil. Ja, und ich kann nur sagen, ich als Leseratte, ich lese das total gerne. Der Bericht, ne, der ist mega gut.